Willkommen zurück, ihr Panzerianer und Ninnen. Heute präsentieren wir euch Folgendes. Den Black Prince, ein 7er Heavy, ne, der Engländer. Und warum freut mich das so? Weil der Jürgen ihn fährt. Ne, hier, guckst du, fährt alles. 12, 10, 65, 12, 8, 69. Ne, und seine Konfektionsgrößen. Warum freut mich das? Der Jürgen und ich, wir foppen uns sehr gerne. Ne? Der Bayer gegen den Norddeutsch-Türk-Deutsch-Nordligi. Ne? Da läuft's immer. Da gibt's immer so kleine Nettigkeiten, ne? Wo andere schon eingeschnappt werden, hauen wir sie uns um die Ohren. Und zwar ist auf der Karte Paar Is, ne, in einem Burner-Gefecht Gagner-Basis erobern, Gagner-Fahrzeug zerstören. Als Auftrag hat er offen SP-12 durch gut gepanzert. Ihre Panzerung muss doppelt so viel Schaden abhalten, wie ihr Fahrzeug Strukturpunkte hat. Verursachen sie 1000 Schadenspunkte, dem Mopsgesicht ist Gewinner und Überleben. Ja, ganz schwere Aufgabe, ne? Jürgen. Ich hau hier raus jetzt in dem Replay. Ne? Ich sag jedem die Wahrheit über dich. Wir schauen uns das jetzt mal an. Ach so, hier. Ne? So spielt der Jürgen auch immer ganz langsam. Na, toll. Egal, wir lassen das in der Aufnahme. So, Jürgen, mein Freund. Mein allseits ach so hoch geschätzter Busenkumpel. Ne? So, jetzt mal eine allgemeine Warnung an alle. Sag mal, nee, doch so. Der fährt echt so langsam. Krass. So, was wollte ich euch überzählen? Genau, was wollte ich euch erzählen über den Jürgen? Passt auf, wenn ihr mit dem Zug fahrt. Ne? Warum? Ja, Folgendes. Wenn er jemals zu euch sagt, ich gehe mal eben eine rauchen, dann ist er weg. Das heißt, ihr sitzt da in der Garage, das Zugfenster ist offen. Der Mr. Fealis 12.10.65, 12.8.69 kommt nicht wieder. Wenn er aber zurückkommt, hat er einen vollen Mund und dann so, ja, was? Ich hab da noch eine Weißwurst und ein Brezel. Der ist immer am Futtern. Er sagt immer, ich gehe mal eben eine rauchen. Dann geben wir ihm so, weil er ein Genießer ist oder wahrscheinlich die Zigaretten selber herstellt in einer Fabrik, wo es 15 Minuten dauert, 10 Minuten dauert ungefähr, bis die Zigarette am letzten Fließband wieder hochkommt, die man entnehmen kann. Dann 5 Minuten raucht er sie und dann ist er wieder da. Ja, Pustekuchen. 1,5 Stunden kann man auf ihn warten, weil er am Futtern ist, also am Essen. Aber er sagte, ich gehe nur mal eben kurz eine rauchen. Auf seinem bayerischen Dialekt, den eh keiner versteht, ne? Aber wir wissen, was er meint. So, das kann nicht wahr sein. Wie muss denn das aussehen? Du gehst jetzt raus aus deinem Zimmer, Jürgen. Irgendwo, wo du vorbeiläufst, muss hier ein Paradies, ein Riesenbuffet am Essen sein, dass du jedes Mal da so lange verbringst. Ein reines Weißwurst und Brezeln. Hier aufgeladener Tisch oder sowas. Also denkt daran, wenn ihr mit ihm Zug fahrt und er sagt, ich gehe mal eine rauchen, haltet ihn davon ab. Er sagt, nein, denk an deine Gesundheit, rauch lieber nicht. Und er kommt mit diesen Worten, versucht so auf Freundschaft zu sein. Dabei denkt ihr ja nur an euch, weil ihr weiter Zug fahren wollt. Das müssen wir ihm ja nicht sagen. Jürgen, wenn du eine rauchen gehst, lass die Finger vom Essen. Hört sich echt kacke an, ne? Und was sollte man sagen, lass die Finger von den Zigaretten. Aber Jürgen ist das so extrem, dass man echt 1,5 Stunden warten muss, bis er wieder zurückkommt. Und vor allen Dingen, wenn man dann mit ihm Zug fährt, hat er stundenlang den Mund voll. Weil der hat ja so große Hände als Bayer, ne? Die sind ja hier so die Milchkannträger, ne? Der muss da zwischen den Fingern immer noch halbe Brote haben. Und das merkt er halt, während er auf der Maus rumtastet. Und dann denkt er sich, oh Mensch, ich hab da was zwischen den Fingern. Das hole ich mal eben raus. So ein halbes Weißbrot. Und das wird dann gefuttert. Und genauso hört sich's dann im TS an. Jürgen, wollen wir links fahren? Dann sag ich immer, ey, ich verstehe dich überhaupt nicht. Du musst mit mir Hochdeutsch reden. Ne, weil ich denke ja, es ist sein Bayerisch. Dabei hat er nur den Mund immer voll. Er kann Hochdeutsch. Und das perfekt. So. Jetzt habe ich genug über dich rübergehauen, Jürgen. Jetzt
jetzt gucken wir uns weiterhin mal deine Replay an. So. Sehr schön. So, Jagdpanther will's nochmal. Hat geschossen. Sehr gut. Ey, komm, treff jetzt. Na, jetzt aber. So, legst du schneller nach? Ja, sehr schön. So, noch ein und dann tschüss. Jawohl, so muss das sein. So, jetzt haben wir noch die 50 Tanko-Polsko-Prototypos unten. Ja, die macht Jürgen jetzt auch platt. WZ-111 schon tot, ja, ne? Ja, mit 175 Durchschlag hat er sich gut wehren können. Bei 250 hatte Heat, soweit ich weiß. Na? Machen wir mal Cookie Dent hier, ne? Ein bisschen Lucky Lucky. Oh, aufpassen, oben ist auch noch was. Noch ein Black Prince von oben. Wollte ich auch gerade sagen. So, oben Kommandokuppel oder auf die Brust vorne. Ne, die andere Kommandantenkuppel, die rechte. Und von der Hand schlägt sogar noch besser. Halt ihn schön auf Kette. Ja, schieß noch mal ein bisschen den Boden ab da. Sehr schön, jetzt hast du ihn. So, er hat wieder geschossen. Ja, jawohl. Sehr schön, Maximum mal 8 Zoom. Gerade für Stadtkampf überlebenswichtig. Sehr schön, Jürgen. Nicht nur das Uni-Replay letztens, sondern jetzt sogar Replay. Du kannst da durch diesen Helm schießen. Durch diese Tortür-Öffnung. Und? Jawohl. Ja, easy farming hier. 2849 Schaden in dem 7er. 2100 geboonst. Das heißt, wir brauchen 2,9, noch 800 Schaden boonsen. Dann haben wir die Mission auch durch. Weil 1000 Schaden hat er ja. Mehr sollte er nicht machen, oder? Nee. Und gewinnen und überleben, jo. Das braucht man nicht, ne? Erst bei der 15er ist wichtig, die Nebenmission. So, Udes. Und Su 8. So, Udes wissen wir jetzt, wo er steht. Die Su 8 wird A0 stehen. Wie immer. Wie immer. So, Jürgen, jetzt aber hier. Vollgas, Geschwindigkeitsrausch hier. Oh mein Gott. Also wir wecken uns gegenseitig, würde ich mal sagen, wenn er am Ziel ist. Ja, bis dahin holen wir uns mal eben einen Kaffee. Einen Kaffee? Einen Kaffee? Gut, ist raus. Wir schaffen die Mission nicht. Ja, vielleicht boomst die Arti irgendwie. Noch 14:9. So. Das S1. Die hat die gleich offen, denke ich mal. Jupp. Und tschüss. Su 8. Minus 8. Ja. 15:9. 2849 Schaden selbst fabriziert. 2100 gebunst. 427 Schaden ermöglicht. 2 Panzer zurück in die Garage geschickt. Danke allen, die jetzt abschalten, fürs Zuschauen. Und mit den freundlicheren Zuschauern, die sich das Video auch wirklich bis zum Schluss anschauen. Schauen wir uns mal die ausgewertete Wertung an. Da haben wir nämlich folgendes. Hier, guckst du. Darf ich das auch mal sehen? Hallo? Da. So, hier, ein Mainz, dann ganz viel Kleinkram. Dann Großkaliber als 7er. Neues, in einem 8er Battle. Ein Panzer Gobo, datiert den Jagdpanther. 427 Schaden möglich, 2100 gebunst, 8 Module zerschissen, 2849 Schaden selbst fabriziert, 2 Panzer zurück in die Garage geschickt. In der T-Arm-Score ist er mit dem Schaden als 7er im. Ja, waren ja nur 3 Achter, ne? Ein paar Sechser sind auch noch dabei, sieht man ja hier, so Humsel und sowas. Ne, trotzdem, saubere Leistung, so muss das sein. Ne, top der Marsch mit 1100 Vorsprung. So, an Kreditos gab es folgendes. Ja, das Schießen auf dem Tanku Polsku 50, da war ein bisschen teuer, deshalb 8032 Miese, aber für einen Panzerass, ne, wenn ich komme und sage, hier, 8000 Miese, dafür kriegst du einen Panzerass, würdest du es machen? Machen wir. Ne, Erfahrung, 1848 und 92 freie Erfahrung. Für alles. Ne, danke dir fürs Einsenden. Euch fürs Zuschauen. Und ich verbleibe deshalb wie immer mit einem freundlichen
Ciao und bis zum nächsten Mal.